Nun ist es endlich soweit. Wir kommen in die nächste Runde unseres Character Clash Turniers. Und in dieser Runde geht es um einen Kampf, der interessant ist und gleichzeitig vielleicht auch relativ kurz sein könnte. Und zwar geht es um Ezekiel versus Sascha, Sascha versus Ezekiel, wie Romy es auch mal gerne hättet. Diese zwei Charaktere lassen wir heute mal auf eine andere Art von Battle gegeneinander ankommen. Denn hier geht es nicht mehr um meine persönliche Meinung. Vielleicht zum Teil schon, aber vor allem geht es hier um Fakten und wirklich, wer effektiv besser, in Anführungsstrichen, in der Serie The Walking Dead war. Und ohne viel rumzulabern, starten wir direkt mal ins Video rein und ich heiße euch damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, bevor ich loslege, ihr habt gesagt, ihr wolltet das Bubi-Gesicht, ihr bekommt es. Es geht schon wieder ein bisschen, der Bart ist schon wieder nachgewachsen, aber ich sehe halt immer noch aus wie so ein... Ich sehe aus wie so ein scheiß Dorftrottel. Aber euch schien es ja in den Kommentaren relativ egal zu sein und deswegen dachte ich, komm, wir gehen jetzt mal in die nächste Runde des Character Clash Turniers rein. Vorab will ich direkt erwähnen, morgen das Video wird wieder ein Podcast sein. Ja, denn die Resonanz auf das letzte Video war zum größten Teil positiv. Es gab viele Leute, die ich eher gesagt, mehr oder weniger enthalten haben. Es gab auch ein paar Leute, denen es gefallen hat und deswegen werde ich das jetzt auf jeden Fall mal öfter machen, weil ich hatte auch sehr Spaß dabei. So, nun starten wir aber wirklich ins Video und wie gesagt, es wird vielleicht leider ein kürzeres Video sein, es sind nicht so viele Punkte. Wie gesagt, schreibt gerne noch weitere Kriterien, wie wir die Charaktere gegeneinander ankämpfen lassen, in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall in Betracht ziehen. Nichtsdestotrotz starten wir jetzt mit Sascha vs. Ezekiel. Und die erste Kategorie ist relativ simple und zwar ist es die Anzahl der Folgen. Ja, welcher Charakter war wirklich effektiv mehr Folgen in der Serie vertreten, dementsprechend auch am längsten in der Serie. So, hier muss ich auch dazu sagen, diese Daten, wie oft, in welchen Folgen die vorkamen, sind, sag ich mal, könnten ein, zwei Folgen abweichen, denn es ist auch oftmals quasi einfach nur, dass ein Charakter da war, aber keinen Text hatte, aber einfach zu sehen war. Es wird auch mitgezählt, wo die Stimme zu hören ist. Ich habe größtenteils versucht, darauf zu achten, dass es wirklich eine Folge war, wo auch dieser Charakter wirklich effektiv da zu sehen war und gesprochen hat. Deswegen können es da Abweichungen um ein, zwei, drei Folgen vielleicht geben. Nichtsdestotrotz haben wir hier den guten Ezekiel mit ganzen 49 Episoden. Ja, der Gute war 49 Episoden zu sehen. Und ich glaube, davon wahrscheinlich die meisten wirklich in der Staffel, in der er vorgestellt wurde, weil es gibt wirklich Staffeln oder Folgen, in denen der 5 Stunden lang gefühlt nicht mehr da war. Auf jeden Fall war der Gute schon echt lang da und der kam ja auch relativ mittig der Serie auch dazu. Auf der anderen Seite hätten wir Sascha, die quasi von mehr oder weniger Anfang bis Mitte da war und die, und das ist jetzt schon faszinierend, hat ganze 44 Episoden, war die halt anwesend. Wir merken, es sind nur 5 Episoden Unterschied. Wobei man sagen muss, bei Sascha wurden auch sehr viele Episoden wirklich angezeigt, wo sie da war, aber einfach keine Sprechrolle hatte. Es waren auch ein paar angegeben, wo sie nur eine Sprechrolle hatte oder als Flashback oder so. Da habe ich es nicht mit reingezählt, also die Flashback-Episoden oder so habe ich einfach mal rausgerechnet. Aber ja, krass, ich war auch echt schockiert, dass Sascha quasi in der kürzeren Staffelzeit fast genauso viele Episoden da war wie halt Ezekiel, der halt über einen größeren Zeitraum an Staffeln da war. Deswegen habe ich auch hier die Anzahl an Episoden und nicht an Staffeln gezählt. Nichtsdestotrotz sind halt hier mehr ist mehr, sagt man ja so schön, und dementsprechend gewinnt hier das Battle Ezekiel, denn er war halt einfach mehr da als Sascha. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie, das ist mal eine brutalere. Und zwar geht es um die Zombie-Kills. Wer hat wie viele Zombies getötet? Hier muss ich sagen, die Anzahl der Kills, Zombie-Kills von Sascha, habe ich wirklich effektiv aus dem Internet gesehen. Also wurde geschrieben, ja, so und so viele Kills hat sie. Gibt es eine coole Seite, verlinke ich vielleicht auch mal. Irgendwie sehr interessant. Bei den Kills von Ezekiel hingegen habe ich mir ein Video angeguckt, wo laut Macher des Videos alle Zombie-Kills in The Walking Dead gezeigt wurden und habe da mühsam jeden Kill von Ezekiel mitgezählt. Deswegen bin ich auf dieses Ergebnis gekommen. Deswegen, ne, meuchelt mich jetzt nicht, wenn das Ergebnis irgendwie um ein paar Zombies abweichen kann. Ne? Es ist halt grob geschätzt. Deswegen ja auch wirklich nur circa Angaben. Nichtsdestotrotz hätten wir da bei Ezekiel ungefähr 50 bis 60, so im, sagen wir mal, 55 Kills im Durchschnitt an Zombies, hat der gute Ezekiel auf seinem Schwert, auf seinem Konto, sage ich mal, gut geschrieben. Aber nun kommt auch Sascha zum Vorschein, die zwar wenige Episoden da war, dafür mehr Zombie gekillt hat. Nämlich sie hat circa 72 Zombies gekillt. Wie gesagt, Abweichungen sind hier definitiv möglich. Nichtsdestotrotz hat sie mehr Zombies getötet. Dementsprechend mehr dazu beigetragen, dass die Welt reiner von Zombies ist. Man könnte jetzt vielleicht sogar einen extra Punkt geben, weil sie mehr Kills in weniger Episoden gemacht hat. Darüber können wir gerne mal in den Kommentaren diskutieren. Fändet ihr es cool, dass wenn quasi wirklich einer mehr Kills, also Zombie-Kills hauptsächlich, in einer kürzeren Zeit als der andere gemacht hat, dass nochmal einen extra Punkt gäbe? Bis dahin, bis wir das gelöst haben, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Machen wir aber hier einfach ein 1-1 raus. Also Ezekiel kriegt den ersten, Sascha den zweiten Punkt. Und nun kommt es zu der dritten Kategorie und das ist auch eine brutale Mörderkategorie. Und hier müssen wir noch irgendwas ausdiskutieren, Leute. Also da müsst ihr mir auch noch ein bisschen bei helfen. Und zwar geht es hier um Menschenkills. Also
wie viele Menschen diese Person effektiv getötet hat. Bei dem guten Ezekiel ist es ungefähr zwischen 30 und 50. Es werden sehr viele Savior-Kills, sehr viele Whisperer-Kills und so quasi grob nur geschätzt. Deswegen kann es hier definitiv zu großen Abweichungen kommen. Aber gehen wir mal vom Mittelding aus und sagen mal 40. Bei der guten Sascha ist das Ganze tatsächlich zwischen 10 und 20. So, dementsprechend würde ja heißen, ne, Ezekiel hat mehr Leute getötet. Und da wir in The Walking Dead ja eigentlich davon ausgehen, dass die Menschen, die getötet werden, böse Menschen sind eigentlich, würde man natürlich sagen, okay, dann hat Ezekiel ja die Welt gereinigt von bösen Menschen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch Menschen getötet. Und das wäre jetzt der Punkt, den wir noch ausdiskutieren müssten. Sollen mehr Menschenkills als was Gutes hier in dem Battle dargestellt werden oder als was Schlechtes? Weil Sascha hat auch tatsächlich ja nur so wenig Menschenkills, weil ja zum Beispiel sehr viele Whisperer nicht mit einberechnet sind. Klar, die Whisperer sind böse, aber es sind halt trotzdem Menschen. Das ist so eine Sache, die müssen wir immer noch ausdiskutieren. Also schreibt da gerne mal in die Kommentare, ob es, wie gesagt, als was Positives ausgelegt werden soll oder was Negatives. Ne? Also können wir uns auch darauf einigen. Aber hier würde ich jetzt erstmal sagen, dass es was Positives ist. Wir nehmen es jetzt mal als was Gutes. Dementsprechend kriegt Ezekiel nochmal einen Punkt. Das heißt 2:1 für den guten Ezekiel. Aber wie gesagt, das Thema können wir auf jeden Fall noch ausdiskutieren. Und ne, hier gibt es überall noch Punkte, die ein bisschen geschliffen werden können. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Kommen wir nun zur vierten und quasi zur vorletzten Kategorie dieses Battles. Und das ist, also wer hat am längsten in der Apokalypse überlebt? Hierfür nehmen wir zugrunde die Zeit von Ausbruch der Apokalypse bis halt zum Versterben oder halt letzten Auftritt dieses Charakters. Muss hier auf jeden Fall erwähnt sein, in der ganzen Serie von Staffel 1, beziehungsweise vom Ausbruch, wirklich effektiven Ausbruch der Apokalypse, beziehungsweise des Virus, bis jetzt zur letzten Staffel von The Walking Dead, der Originalserie, sind 12 Jahre vergangen. Plus, minus ein paar Monate. Wir nehmen aber die 12 Jahre, mit denen wird in den meisten Fällen gerechnet. Klar, mit den ganzen Spin-offs jetzt geht es noch weiter, aber die zählen wir hier einfach jetzt nicht mit. So, bedeutet, wir hätten beim guten Ezekiel, ja, tatsächlich 12 Jahre in der Zombie-Apokalypse. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs war er circa 48 Jahre plus minus 2, 3 Jährchen. Und zum Stand seiner letzten Folge war er Anfang 60, also gehen wir jetzt einfach mal mit 60 Jahren. Und er hat wirklich die ganzen 12 Jahre in der Apokalypse verbracht. Und das ist schon eine Meisterleistung, muss man natürlich sagen. Ist natürlich nicht schlecht. Wie gesagt, ihr habt gemerkt, wir gehen hier nicht von der Anzahl an Folgen aus, sondern wirklich von effektiv. Er war ja von Anfang an dabei, bis halt jetzt zur letzten Folge. Nur noch was zu merken. Ja, bei der guten Sascha sieht es nicht ganz so gut aus, auch wenn sie tatsächlich bis zur 8. Staffel in dieser Serie vorhanden war, sind aber bis zur 8. Staffel nur 2 Jahre vergangen. Ah, heißt, wo die Apokalypse ausgebrochen ist, war sie circa 25 Jahre plus minus ein paar gequetschte und zum Zeitpunkt ihres Todes war sie circa 27. Bedeutet, sie hat ungefähr, sagen wir mal, 2 Jahre in der Zombie-Apokalypse überlebt. Ja, war für mich auch erstmal ein Schock zu realisieren. Holy shit, was? Bis Staffel 8 sind wirklich nur 2 Jahre vergangen? Aber ja, das ist so. Denn wir haben ja effektiv sehr viele Zeitsprünge in den nächsten Staffeln bekommen. Deswegen geht hier definitiv auch der Punkt an Ezekiel, der wirklich 12 ganze Jahre in der Apokalypse verbracht hat und Sascha halt nur die 2. Dementsprechend wäre der Punktestand, wie schon gesagt, 3:1 für Ezekiel. Nun kommen wir aber nochmal zum 1:1 Direktkampf. Und hier habe ich mir jetzt 2 Überlegungen gemacht. Entweder wir machen es weiterhin so mit den 3 Kategorien, Fernkampfwaffen, Nahkampfwaffen und Faustkampf. Oder wir machen einen großen Battle Royale Kampf, in dem die Charaktere mit ihren wirklich effektiv besten Waffen in den Kampf gehen. Kann natürlich sein, dass dann jemand mit einer Sniper wesentlich schneller den Gegner mit einem Schwert tötet. Das ist jetzt die Frage, wie wir das uns auslegen. Für diese Folge werde ich einfach mal als vergleichsweise diesen großen Battle Royale nehmen, wo halt mehr oder weniger auch gelootet werden kann und halt auch wirklich Charaktereigenschaften mit einbezogen werden könnten. Wenn ich jetzt cool animieren oder zeichnen könnte, würde ich das Ganze wahrscheinlich jetzt auf Bild festhalten. Aber in dem Fall könnt ihr einfach nur meiner Stimme lauschen und euch das vielleicht irgendwo vorstellen. Wie gesagt, wie wir es am Ende weiterhin machen, das entscheidet ihr gerne. Wie gesagt, ob wir die 3 Kategorien, Fernkampf, Nahkampfwaffen und Faustkampf oder halt diesen einen großen, das entscheidet ihr. Wie gesagt, das ist jetzt einfach mal nur als, naja, Beispiel. Auf jeden Fall, wir wissen, wie es wahrscheinlich losgehen wird. Und zwar befinden wir uns natürlich auf einer neutralen Fläche. Stellt euch ein Stück Wald vor mit einer großen Fläche in der Mitte, so ungefähr. So das Hauptkampfareal, aber halt außenrum Wald, ähnlich wie bei Hunger Games, so um den Dreh. Und wir setzen unsere beiden Charaktere, Ezekiel und Sascha, in ihrer Prime in diesen Kampf.
Und zwar halt wirklich dem höchsten, wie sie zu ihren besten Zeiten gekämpft haben. Ja, beide starten in der Mitte und laufen erstmal in den Wald und naja, bauen sich vielleicht erstmal einen kleinen Unterschlupf, eine kleine Base auf, weil man weiß ja nicht, wie lange dieses Turnier oder dieser Kampf hier gehen kann. Ja, da haben wir zum einen Ezekiel, der sich natürlich auch erstmal zulootet. Wir wissen, er ist eher der Nahkämpfer mit seinem Schwert. Er kann zwar auch mit fernen Kampfwaffen oder Schusswaffen umgehen, jedoch ist seine Primärwaffe wirklich sein Schwert, beziehungsweise halt Nahkampf. Waffen, Schwerter, Messer, Degen, irgendwie sowas in die Richtung. Und natürlich hat er auch gewisse Charaktereigenschaften, denn der gute Ezekiel, so wie wir ihn auch kennen als König Ezekiel, ist halt eher ein Mensch, der lieber reden als kämpfen würde. Also er kämpft wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Und dementsprechend ist er natürlich auch eher ein bisschen zurückhaltender, weil er sich denkt, okay, Sascha ist eigentlich ja eine ganz nette, vielleicht kann man das ja noch mit Reden klären. Natürlich weiß er im Hinterkopf, dass das ein Kampf auf Leben und Tod ist. Wenn er jetzt nicht kämpft, wird er sterben, aber trotzdem hat er dieses Fünkchen menschliche Hoffnung, dass Sascha vielleicht doch noch mit ihm darüber quatschen will. Vielleicht können wir es auch ähnlich aufbauen wie mit so einem Quartett und sagen, wir geben ihm auf jeden Fall, was weiß ich, 10 Punkte auf Intelligenz, 8 Punkte auf Kampf und 6 Punkte auf Ausdauer. Sowas als Beispiel. So können wir es vielleicht mal machen, dass man es ungefähr gegeneinander aufwiegen kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, er ist eher der Zurückhaltende. Er wird sich aber erstmal eine Base bauen, eine kleine Base, vielleicht 2, 3 Fallen, irgendwas zur Absicherung oder zumindest was, das ihn aufhorchen lässt, wenn irgendwie jemand ihm zu nahe kommt. Auf der anderen Seite hätten wir die gute Sascha. Sie ist natürlich schon eher so Raufbold-mäßig. Sie ist jetzt eher nicht so die Person der großen Worte und geht eher in den Kampf, aber auch sie baut sich erstmal irgendwo vielleicht einen kleinen Unterschlupf auf und geht auf die Suche nach Waffen. Ihre Hauptwaffen werden natürlich sein, einmal ihr Gewehr und allgemein sehr viele Schusswaffen, denn die gute Sascha ist im Nahkampf zwar gut, aber mit den Schusswaffen wesentlich effektiver und wesentlich ausgebildeter. Dementsprechend werden wir sie wahrscheinlich schnell danach suchen, irgendwelche Militärstützpunkte abzuklappern, um irgendwelche Schusswaffen zu bekommen. Und wir sagen einfach mal, okay, sie findet auf jeden Fall eine Art Gewehr, ob es jetzt eine M4 ist oder ihr, ich weiß gar nicht, was sie für eine Waffe hat, genau, so scharfschützenmäßig ausgelegt ist und natürlich auch ein paar Messer, vielleicht eine Pistole. Ezekiel findet natürlich irgendwas in der Richtung Schwertmäßiges, aber natürlich auch eine Pistole wird ihm gegeben und die beiden harren erstmal auf jeden Fall ein bisschen aus. Sascha kriegt auf jeden Fall, sage ich mal, auf ihrer Quartettkarte definitiv an Intelligenz, würde ich sagen, 5 Punkte. Ah, sagen wir 6 Punkte. An Stärke, Angriffskraft kriegt sie auf jeden Fall von beiden die Höchstpunktzahl, und zwar die 10. Und Ausdauer kriegt sie auch, denke ich mal, so 9. Also sie ist ja wirklich noch sehr, sehr jung und Ezekiel ist halt schon mal ein bisschen was älter. Dementsprechend kriegt das ihm halt eher, ne, ist eher ein Minuspunkt für ihn. Auf jeden Fall lassen wir in unserer Battle Royale Arena natürlich auch nicht einfach nur die zwei Menschen gegeneinander kämpfen. Nein, wir schmeißen auch nach und nach ein paar Zombies, ein paar kleinere Horden rein, damit auch ähnlich wie in Fortnite oder jedem Battle Royale die Zone näher rückt und sie quasi irgendwann dazu aufgefordert sind zu kämpfen. Natürlich gegen die Zombies kriegen es beide sehr gut hin. Ich würde sagen, Ezekiel hat weniger Probleme, da er nun mal die Nahkampfwaffe hat. Sascha gibt sehr viel ihrer Position preis und lockt natürlich auch mit ihren Schusswaffen sehr viele neue Zombies an. Und so wie wir Ezekiel kennen, wird er das natürlich auch ausnutzen. Er wird auf die Suche nach Sascha gehen und ich könnte mir vorstellen, dass Sascha im Kampf mit den Zombies vielleicht auch wirklich in Bredouille kommt, da sehr viele Zombies von den Schüssen angelockt werden. Ezekiel wird sie vielleicht finden und wird sie beobachten und versuchen vielleicht wirklich mit ihr zu reden. Das glaube ich wird aber nicht gut funktionieren. Aber wir sehen jetzt hier den einen Vorteil, den Ezekiel hat. Er ist schon näher an sie rangekommen, bedeutet, er hat das Überraschungsmoment. Sascha bringt in dem Fall ihre Schusswaffe quasi oder ihr Gewehr nicht mehr so viel, weil er quasi von hinten ankommen könnte und sie abstechen könnte. Aber so ist Ezekiel nicht. Nichtsdestotrotz werden die beiden auf jeden Fall irgendwann aufeinander aufmerksam. Heißt, Sascha bekommt es mit und sie ist, wie gesagt, einfach, ne, nicht die Person der großen Worte. Ezekiel kommt vielleicht in der Geste hin, sich zu ergeben oder zu sagen, hier, lass uns Frieden schließen. Aber vor allem die Zombies im Nacken von beiden drücken natürlich dazu, dass sie anfangen müssen zu kämpfen und dementsprechend stehen da beide entweder vielleicht wirklich nur mit Pistole sich gegenüber oder beide sagen, okay, scheiße, wir müssen das Schwert nehmen und ein Messer oder eine Machete. Auf jeden Fall hat Sascha hier sehr viele Vorteile in Bezug auf Agilität. Sie ist wesentlich schneller, sie ist wesentlich wendiger, wesentlich mehr Ausdauer und auch wesentlich mehr Kraft als Ezekiel, also ausdauernde Kraft. Und dementsprechend wird es auf jeden Fall auf einen Ausdauerkampf hinauskommen mit Schwertern, Macheten, was weiß ich, und den wird Sascha sehr wahrscheinlich gewinnen.
Und auch selbst wenn wir sie in die Situation kommen lassen, dass sie Ezekiel zuerst findet, wird sie wahrscheinlich nicht lange zögern um abdrücken. Sascha ist da schon eine eiskalte Frau, muss man sagen. Dementsprechend wird, egal in welcher Ausgangssituation wir diesen Kampf enden lassen, Ezekiel den kürzeren ziehen. Er ist älter, er hat nicht mehr die Kraft und die Ausdauer, wie er vielleicht in seinen jungen Jahren hatte. Und Sascha gewinnt den Kampf, weil sie halt auch keinen Bock hat zu reden. So ist das. Dementsprechend geht dieser Punkt auf jeden Fall an Sascha. Bringt ihr zwar am Ende des Tages für dieses ganze Battle leider nichts, denn Ezekiel hat ja 3-1-Führung. Dementsprechend würde es 3-2 stehen. Und selbst wenn wir jetzt sagen, okay, wir lassen diesen Punkt, diesen 1-1 als doppelten Punkt gelten, stände es 3-3 und dann würde am Ende wahrscheinlich doch noch meine eigene Meinung einspielen und dann würde Ezekiel wahrscheinlich den Punkt bekommen, dementsprechend auch gewinnen. Aber wir lassen es erstmal auf dem Grund von einem Punkt im 1-1. Dementsprechend gewinnt Ezekiel 3-2 dieses Battle. Ich muss sagen, der Battle Royale Kampf war schon ausgeglichen, denke ich. Aber wie gesagt, Sascha hat halt dann einfach die größere Ausdauer, die größere, die Jugend halt, die sie quasi mit unterstützt. Und Ezekiel ist halt nun mal schon ein wenig älter, auch wenn wir ihn in seiner Prime hier reinstecken. Ja, nichtsdestotrotz gut gekämpft, Sascha. Auf jeden Fall ist Sascha ein sehr guter Charakter. Nicht einer der besten, aber ein sehr guter Charakter, solange wir sie hatten. Ja, rest in peace zweimal an der Stelle, Sascha. Und Glückwunsch, Ezekiel. Du hast diesen Kampf gewonnen und bist dementsprechend in der nächsten Runde, wo sich dann entscheiden wird, ob du gegen Carol oder Daryl antrittst. Das wird auch noch ein sehr interessanter Kampf. Und ja, was soll ich sagen? Also am Ende des Tages hat Ezekiel das Ding hier gewonnen. Jetzt seid erstmal ihr gefragt. Erstens, wie fandet ihr den Aufbau von diesem Clash? Sag ich mal, also dieses mit den Fakten gegeneinander kämpfen lassen, plus am Ende wirklich effektiv mit Eigenschaften, positiven sowie negativen Eigenschaften, in einem Battle Royale gegeneinander kämpfen. Oder wollt ihr, wie gesagt, weiterhin dieses Dreier-System, ne, Nahkampf, Fernkampf, Faust? Auch da werde ich natürlich sehr viel jetzt an Eigenschaften reinsetzen. Wie gesagt, Ezekiel ist zwar ein guter Anführer, aber Sascha ist die bessere Kriegerin. Hat beides seine Vorteile, hat aber auch irgendwo seine Nachteile. Ne? Wie gesagt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie ihr die Idee findet und ob wir es so weiterbehalten sollen. Und ja, auch gerne weitere Kategorien, die ich vielleicht noch einbeziehen soll, gerne in die Kommentare hauen. Ich werde es auf jeden Fall bei den nächsten Charakteren definitiv noch so angehen. Und dann wäre noch eine Frage, wie seid ihr mit dem Ergebnis zufrieden? Hättet ihr vielleicht Sascha doch noch ein bisschen mehr nach oben gewotet oder seid ihr zufrieden mit Ezekiel? Haut's gerne in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt keinen weiteren The Walking Dead Character Clash verpassen wollt, dann checkt den Kanal gerne aus. Guckt euch die Playlist an, da sind schon einige Battles dabei und es werden natürlich auch noch welche kommen. Und wenn ihr auch allgemein auf diesem Kanal nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Hier kommt jedes Wochenende eigentlich 2 Videos über Film, Serien und alle möglichen Themen darum herum. Theorien, Character Clashes wie dieses hier oder allgemein einfach nur Trailer Reactions, Serien Reactions und. Alles gibt's hier zu sehen und vielleicht ist auch was für euch dabei, deswegen checkt den Kanal gerne mal aus. So, jetzt möchte ich wie gesagt nur noch einmal sagen, morgen wieder ein Podcast für die, die ihn sich anhören. Ich bedanke mich, also dass sich so viele Leute das angeguckt haben und auch einige wahrscheinlich wirklich komplett durchgeguckt haben. Hut ab! Das hätte ich nicht gedacht, das macht mich auch richtig glücklich, weil es schon Spaß gemacht hat, das Ding aufzunehmen. Ja, wie gesagt, wenn euch für euch Podcast jetzt nicht so ist, dann ne, ist halt so, kein Problem, ne, ihr müsst es nicht. Dafür gibt es ja diese Videos hier und die Podcasts werden, wie gesagt, auch nicht an Überhand gewinnen. Die werden eher mal so in kleinen Prisen, wie so Salz halt, ne, hier, Salzprisen über diesen Kanal gestreut werden. Ja, und jetzt hätte ich nur noch zu sagen, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video, beziehungsweise hören uns dann im nächsten Video wieder. Ich dann natürlich selbstverständlich auf derselben alten Couch. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.